wieder aufpassen, dass ich nicht verhaftet werde. Wir haben die Kategorie eingeführt, Delegitimierung des Staates. Wenn man sich die Definition des Staates anschaut, die Definition des Staates ist, ein Staat besteht aus einem Staatsgebiet, einem Staatsvolk und dessen Repräsentanten. Da kann man sehen, dass sich da etwas massiv verschoben hat. Diese Politiker empfinden sich selbst als den Staat. Deswegen wird jegliche Kritik an diesen Politikern unter diese Kategorie gefasst, diese Delegitimierung des Staates. Sie empfinden sich selbst als den Staat, was wiederum ein Beleg dafür ist, dass sich diese Politiker im Staat zur Beute gemacht haben. Und sie führen sich auf wie Feudalherrscher, ganz im Sinne von Louis XIV. L'État c'est moi, der Staat bin ich. Und wenn der Pöbel es wagt, sich kritisch zu äußern, dann muss er natürlich immer mehr als Säuberungen an den Tag legen, aufräumen. Weil die große Angst dieser Politschranzen ist, dass es immer mehr werden, die der Rasse gestrichen voll haben. Ich sage es zum tausendsten Mal, das Einzige, was man sich helfen könnte, wäre die Masse auf der Straße. Die außenpolitische Situation eskaliert. Schweren Herzens rufe ich deshalb die sofortige Wehrpflicht für alle Deutschen aus. Bitte melden Sie sich umgehend in den speziell dafür eingerichteten Einzugscentern, jeweils neben Aldi-Märkten und in ehemaligen Corona-Testzentren. Ja, es tut mir wirklich leid, das war nicht meine Idee, sondern ein direkter Befehl unserer Besitzer. Ich meine natürlich der Wunsch unserer guten Freunde und Verbündeten in den USA. Ja, prinzipiell betrifft dies alle männlich gelesenen Personen im Alter zwischen 16 und, was hatten wir gesagt, Moni? Ja, zwischen 16 und 56 Jahren. Ja, ich werde jetzt einige Fragen aus dem Live-Chat beantworten. Nun gibt es 7 Fragen. Ich wurde als Frau geboren, bin aber seit 11 Monaten Bartträger bzw. Testofluid mit Anti-Cis-Upgrade-Option. Muss ich in den Krieg? Lieber Mogile 7, ja, prinzipiell alle Bartträger. Allerdings, wenn die Transition weniger als ein Jahr zurückliegt, werden sie dem Küchendienst zugeordnet. Dazu bitte unbedingt Bon bzw. Rechnung für den künstlichen Bartaufbau mitbringen. Stolze McStolz, ich bin seit meinem 5. Lebensjahr Laktose plus minus intolerant nach Professor Eichner-Grube. Nun habe ich gehört, dass es bei der Bundeswehr keine Mandelmilch bzw. Kibabula Bio-Kunstkräuterextrakt gibt. Was tue ich morgens in meinem nachhaltig angebauten Fridolin-Tee? Lieber Stolze McStolz, die Bundeswehr wurde general überholt, also tatsächlich überholt von sämtlichen Generälen des Planeten, hauptsächlich weil wir all unsere Waffen weggegeben haben. Und darauf sind wir sehr stolz. Auf jedes Dosis Sustainable Food Act steht den Kadetten inzwischen eine große Bandbreite an Nahrungsalternativen zur Verfügung. Eben auch Mandelmilch und diverse sinnvolle Nektar. Und der Frau von 44 fragt, gegen wen genau ziehen wir denn in den Krieg? Daran kann ich mich nicht so richtig erinnern. Ahmed King schreibt, ich spreche leider kein Russisch. Letzte Frage, wann genau gilt die neue Wehrpflicht? Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort unverzüglich.
Mittlerweile ist es so. Na, ich denke mal jetzt hier direkt an links und dann gehen wir rein. Ja, Leipziger Straße, Marktplatz. Hier unten kann natürlich auch sein, dass die noch bevor an Stader holen. Ja. Dann sind wir ja runter und dann die kleine Ulrichstraße. Ja, da sind immer so viele Leute. Das sind ja die ganzen. Auch die Leipziger Straße runter. Das ist nämlich mein Bild. Letzte Woche war es auch so, aber das ist noch alles, hat man alles ausgehört. Heute nicht. Nur so. Thank you.
Ab und zu. Ja. Nicht jedes Mal, aber manchmal. Leadership and
nur dürre Geschrei oder so. Hier werden Grundrechte mal wieder über Nacht abgeschafft. Scholz und Faeser auch Lauterbach. Aber er hört uns zu, was wichtig ist, denn so fängt Demokratie an. Pressefreiheit und Meinung müssen sein, damit jeder seine Stimme hebt, ob laut, ob klein. Sag, was du denkst, auch wenn ich's nicht mag. Nur so lebt der Diskurs, ein gemeinsamer Tag. Pressefreiheit und Meinung müssen sein, damit jeder seine Stimme hebt, ob laut, ob klein. Sag, was du denkst, auch wenn ich's nicht mag. Nur so lebt der Diskurs, ein gemeinsamer Tag. Doch manche ziehen sich zurück, wollen's nicht hören. Frau Faeser bricht das Recht, was wird sie beschwören? Gut oder schlecht, sag mir, was du siehst. Denn Freiheit lebt, wenn du sie nicht verbietst. Jetzt fragst du, was ist mit RT und Kompakt? Wir diskutieren weiter bis tief in die Nacht. Ideen fallen aufeinander, kann schon nervig sein. Aber wir suchen gemeinsam nach einem neuen Plan. Doch manche ziehen sich zurück, wollen's nicht hören. Frau Faeser bricht das Recht, was wird sie beschwören? Gut oder schlecht, sag mir, was du siehst. Nur so lebt die Debatte und die Demokratie. Lass uns streiten, lass uns reden, mit Respekt und mit Sinn. Nur so kann ein neues Kapitel beginnen. Offene Wort, keine Angst vor dem Streit. Denn am Ende steht die Wahrheit für uns alle bereit. Pressefreiheit, Aufarbeitung, direkte Demokratie Hand in Hand. So bauen wir gemeinsam an einem freien Land. Gut oder schlecht, lass uns darüber reden. Denn im Diskurs kann die Freiheit bestehen. Nicht nur Frau Faeser, auch andere müssen gehen, wenn Freiheit und Recht unter Druck stehen. Hinter dem Grundgesetz stehen wir vereint für Rechte und Werte, die uns alle vereint. Bewegung halte nicht nur fürs Druck. Und wieder in Ordnung? Ja, die springt nochmal hier raus. Das ist zum Beispiel ein Herz. Hallo, liebe Leute,